Hallo und willkommen zu meinem Erfahrungsvideo über Finnmax. Seit dem jetzt in Kraft getretenen Verbot binärer Optionen und dem bald in Kraft tretenden Einschränkungen für CFD-Handel ist Finnmax eine der interessanten Alternativen zu IQ-Option und anderen Brokern. Da sich bei Finnmax einiges geändert hat, möchte ich den jetzt nochmal neu vorstellen. Außerdem werde ich in dem Video eine Strategie vorstellen für Finnmax, sowohl für den CFD als auch für die generellen Optionen. Und letzten Endes möchte ich noch einen kleinen Tipp zum Einzahlen bei Finmax geben. Schauen wir uns erstmal die Vorteile an. Wie gesagt, Finmax bietet sowohl CFD-Handel als auch binäre Optionen. Ich zeige das gleich nochmal von innen. Ab 1000 Euro Einzahlung ist die Geldabhebung in 24 Stunden, in 48 Stunden, Entschuldigung, garantiert. Das funktioniert auch soweit. Minimalinvestition pro Trade ist 5 US-Dollar. Man bekommt sowohl für CFD als auch für binäre Optionen ein Demokonto zur Verfügung gestellt. Eine schnelle Ausführung und hat bei binären Optionen kein Spread. So, es gibt eine ganze Menge an Währungspaaren, Indizes, Aktien, Rohstoffen, mittlerweile auch Kryptowährungen zu handeln. Wobei Kryptowährungen nochmal eine extra Gefahr bergen. Und Finmax wurde in letzter Zeit mehrmals ausgezeichnet und hat auch, wie gesagt, an sich viel getan. Vor einem Jahr oder so gab es noch keinen CFD-Handel. Hier in der Akademie findet man Strategien, Webinare und so weiter. Trading-Tools, Wirtschaftskalender gibt es, Tagesanalysen, soziales Trading, Analytik, erweiterte Grafik, die zeige ich gleich nochmal. Und Handelssignale, die habe ich nicht getestet. Da ist Vorsicht geboten immer. Hier ist der CFD-Handel nochmal erklärt. Und hier sind die binären Optionen erklärt nochmal. Es gibt auch eine mobile Plattform, wie man hier sieht. Außerdem bietet Finmax einen Bonus, wenn man den haben will. Da kann man bei der Einzahlung kann man wählen, ob man den will oder nicht. Und Finmax ist dadurch, dass es nicht in der EU reguliert ist, eben nicht an die Verbote gebunden. Es ist allerdings von der IFMRRC, also der International Financial Market Relations Regulation Center, reguliert. Die sind, soweit ich weiß, in Russland. So viel erstmal zu den Grunddingen bei Finmax. Hier unten gibt es den Support. Kann man anrufen oder chatten. Die Nutzungsbedingungen und Bonusbedingungen sind natürlich immer wichtig. Die sollte man immer nochmal durchlesen. Und der Handel mit binären Optionen und auch CFDs bietet immer ein hohes Risiko. Auch das sollte klar sein. So, ich habe mich jetzt eingeloggt. Das hier ist jetzt die binäre Optionenoberfläche. Hoch, runter. Hier die Investitionen. Die Laufzeit finde ich hier oben, 30 Sekunden, 60, 2, heute Abend und so weiter. Bis zu 8 Monaten geht es hier. Hier sind die Top-Werte. Hier ist Social Trading. Kann ich mal eine Einteilung machen. Hier sieht man, wann andere traden. Hier sind Signale, wie gesagt, die habe ich nicht getestet. Und hier findet man Video-Tutorials, das findet man aber hier oben auch. CFD-Handel. Wie gesagt, das sind jetzt mehr Optionen. Hier ist die CFD-Oberfläche. Da kann ich hier die verschiedenen Währungspaare oder beziehungsweise Assets wählen. Rohstoffe gibt es momentan nicht. Dann kann ich hier, ich meine Kapital. Hier kann ich den Hebel wählen. Je nachdem, bei Devisen ist er am höchsten, bei fast allem geht er bis 100. Und bei Kryptowährungen geht er bis 1 zu 6. Hier habe ich, wie gesagt, Charts. Kann ich hier einstellen, was für welche. Hier die Periode. Und hier habe ich noch MACD, RSI, Bollinger Bands und kleinen Durchschnitt. Erstmal hier so auf der Oberfläche. Das gleiche gilt auch hier. Da habe ich das hier oben. Interessant sind die erweiterten Charts. Dazu geht man hier drauf und hier auf erweiterte Grafik. Das habe ich hier schon mal gemacht. Und da sieht man, habe ich hier jetzt wirklich schöne Charts, mit denen man was anfangen kann. Ich kann hier Trendlinien zeichnen. Hier zum Beispiel, wenn man länger gedrückt hält, kann man hier wählen. Auch das Fibonacci-Retracement.
und kann hier zum Beispiel auch Indikatoren auswählen, und zwar eine ganze Menge. Nehmen wir mal ein Moving Average. So. Man sieht, man hat hier recht vernünftige Charts, wenn man diese Charts hier nutzt. Direkt handeln kann man hier raus, glaube ich, nicht. Das habe ich noch nicht gefunden. Hier kann man vergleichen, zwei Stück. Aber hier raus handeln kann man, glaube ich, nicht. Das kann man dann eben hier getrennt machen, in einem anderen Fenster. Soviel zu den erweiterten Charts. Wie gesagt, die finde ich wirklich sehr schön. Ich kann hier oben auswählen, was für Charts da rein sollen. Das ist also wirklich ganz interessant. Finmax bietet leider keinen MetaTrader an. Das ist eigentlich meine bevorzugte Handelssoftware, auch wegen automatisiertem Trading und so weiter. Den findet man bei Finmax leider nicht. Wer allerdings im Web handeln will oder auch mobil, der ist mit Finmax soweit echt gut bedient. Schauen wir uns nochmal die Einzahlungsmöglichkeiten an. Da sieht man, hier wählt man die Plattform Minera CFD. Das ist also getrennt auf jeden Fall schon mal. Und hier kann ich Visa, WebMoney, Banküberweisung, Yandex, Quibi, Krypto wählen. Krypto hat letzten Endes wahrscheinlich die geringsten Gebühren. Ich weiß nicht, wie das bei Yandex und Quibi ist. Oder bei WebMoney. Die Banküberweisung hat wahrscheinlich höhere Gebühren, weil es eben, wie gesagt, nicht die EU ist. Ich zeige mal, wie man es mit Krypto machen würde. Hier kann ich auswählen, wie viel. Ich kann es hier auch eingeben. Wie gesagt, 10 Euro sind der Minimum. Macht nicht wirklich Sinn. Ab 100, sage ich mal, macht es Sinn zu handeln. Ich kann hier Bonus stornieren oder auch nicht. Jetzt habe ich hier keinen Bonus. Hier kann ich den stornieren oder auch nicht. Wenn ich jetzt auf Übertragung klicke, so, dann wird man zu Coin Payments weitergeleitet. Da kann man sich hier ein Konto eröffnen. Man muss dann hier Bitcoin wählen und auf Complete Checkout klicken. Dann kriegt man hier die Adresse und hier den Betrag in Bitcoin, den man zahlen muss. Die kopiert man dann und nutzt die zum Beispiel bei Hoodly oder Coinbase, um Bitcoin zu kaufen, und kann die dann mit Hilfe dieser Adresse den Betrag dorthin schicken. Das ist eine Möglichkeit, hier einzuzahlen. Die anderen sind früher nicht bekannt. Ich breche das hier jetzt nochmal ab. So, kommen wir nun zu den Strategien zu Finmax. Hier ist erstmal unter Akademie die Strategie-Sektion. Finden wir ein paar interessante Strategien mit japanischen Handelskerzen zum Beispiel, RSI, Handel im Preisbereich, also Range Trading, Handelsmuster und so weiter. Strategien für Nachrichtentrading, das ist eine sehr erfolgreiche Variante, meiner Erfahrung nach. Dazu habe ich ein zweites Video. Ich habe gerade eine Karte oben eingeblendet. Das ist schon mal ganz interessant und sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Ich möchte aber eine eigene Strategie vorstellen. Dazu habe ich hier die erweiterten Charts geöffnet. US-Dollar, japanische Yen. Im 1-Minuten-Chart in dem Fall. Außerdem brauchen wir eine Trendlinie. Wir sehen hier, gibt es einen Aufwärtstrend. Da verbinden wir den tiefsten Punkt mit den nächsten zwei. Dann sehen wir, dass wir hier eine Berührung haben und hier eine haben und hier wieder eine haben. So, und jetzt warten wir im Grunde, bis sich so eine Kerze bildet. Also mit zwei Dochten nach unten. Man sieht es leider ein bisschen schlecht, fürchte ich. Mit einem Docht nach unten, einem Docht nach oben und einem ganz kleinen Körper. Hier haben wir noch so eine Kerze. Wir können noch einen Indikator dazu nehmen. Dann nehmen wir die Stochastik. So. Sehen wir hier jetzt. Wir berühren jetzt die Linie. Jetzt ist der interessante Zeitpunkt. Hier öffne ich US-Dollar, japanische Yen. Da wir hier im 1-Minuten-Zeitraum sind, gehe ich hier in 2 Minuten. Machen wir 25 Euro. So. Ich gehe hier jetzt auf Move to New Window. Dann kann ich das hier klein machen. Und habe hier noch die Button. So, jetzt warte ich, bis es hier unten eine Kreuzung gibt.
und die nächste Kerze möglichst dieses Level bricht, nach oben bricht. Also wir zeichnen eine Trendlinie, warten auf eine Berührung, warten auf eine Kreuzung in der Stochastik und den Bruch, in dem Fall des High Levels, der vorhergehenden Kerze. Oder aber eventuell den Bruch des Down Levels, das ist aber riskant in dem Fall. So, warten wir mal ab. Wenn es diese Kerze nicht bricht, dann warten wir auf die nächste. Das sieht jetzt nach einem Bruch nach unten aus, den handle ich jetzt nicht. Ich warte jetzt auf den Bruch von der Kerze. Bin jetzt ein bisschen spät. So, dann warten wir mal ab, was dabei rauskommt. So, jetzt beträgt die Laufzeit noch 30 Sekunden circa. Momentan sind wir im Geld. Wie hier unten sehen kann. Noch 13 Sekunden. Immer noch knapp im Geld. Das ist eine sehr knappe Sache in dem Fall. Aber es ist ein Gewinner. Das ist jetzt also die eine Möglichkeit, damit zu handeln, die binäre Optionen zu handeln. Wenn wir das Ganze für CFD handeln, dann brauchen wir noch eine Möglichkeit, den Gewinn zu definieren. Da gebe ich hier an, wie viel ich investieren will oder wie viel ich riskieren will. Und hier, wie viel am Ende rauskommen soll. Außerdem hier den Hebel. Wir sehen hier den sogenannten Pip-Wert. Der gibt uns an, wie viel ein Pip dann wert ist. Bei einem 100, 1 zu 200er Hebel und 20 US-Dollar Investitionen wären das knapp 35 Cent, 34. Machen wir hier 100, dann wären es schon 1,72. Ein Pip ist hier hinten der eine Punkt. Höherer Hebel heißt mehr Gewinn pro Bewegung, aber auch mehr Verlust pro entsprechender Bewegung. Also die Investitionen von 200 Euro sind schneller aufgebraucht. Für den Einstieg rate ich einen kleineren Hebel zu nutzen. Was wir wie gesagt noch brauchen für die Strategie, ist hier eine Definition für. Hier sollte man maximal ein Fünftel nehmen, maximal 5% seines Kapitals, Entschuldigung. Besser ist weniger, ich habe hier jetzt 500 circa. Dann wären das 25 US-Dollar maximal. Und dann kommt es ein bisschen auf die Strategie drauf an. Was hier den Profit angeht, wenn man hier einen kleineren Profit nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen größer. Es muss eine kleinere Bewegung in die entsprechende Richtung geschehen. Bei mehr muss es eine größere Bewegung geben. Wenn man also zum Beispiel Preisausbrüche handelt oder eine starke Bewegung erwartet, dann kann man mehr nehmen. Wenn man eine geringe Bewegung erwartet, dann sollte man weniger nehmen. Ich mache das ein bisschen abhängig von der Marktbewegung vorher. Hier war es zum Beispiel ziemlich stark. Dann haben wir hier jetzt eine Seitwärtsbewegung. Wenn wir uns hier eine Linie denken und hier eine Linie denken und auf den Ausbruch warten, könnte man hier ruhig ein bisschen mehr nehmen. Da würde ich 40 nehmen. Zum Beispiel. Da muss man ein bisschen gucken und das muss man mit der eigenen Strategie ein bisschen anpassen. Das hängt auch von dem Zeitrahmen ab, in dem man handelt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mehr zur CFD-Strategien folgt noch in Kürze und findet man auch schon auf meinem Kanal. Ich hoffe, das Video hat den meisten weitergeholfen. Ich freue mich über Kommentare oder auch das Teilen des Videos. Und unten in der Beschreibung findet man auch Links zu weiteren Strategien, Tipps und vielem mehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.